So, heute möchte ich euch mal was zeigen, was ich erst seit gestern kenne, durch einen Fernsehbeitrag, und zwar das nennt sich Glitch Art. Und hier seht ihr also Bilder, die seltsam aussehen, und die sind aber nicht mit einem Bildbearbeitungsprogramm verändert worden, sondern durch direkten Eingriff in den Code des Bildes. Zum Beispiel dieses Foto hier sieht ursprünglich so aus. Also Farben sieht man hier eigentlich gar nicht. Aber durch Eingriff in den Code kann man halt das Bild beliebig manipulieren. Und das Lustige ist, oder das Spannende ist, dass man nie weiß, was dabei rauskommt. Und wie macht man das? Man braucht einen sogenannten Hex-Editor. Also gut, die einfachste Methode ist, dass man das Bild einfach in WordPad öffnet und dann speichert und dann wieder anschaut, und das Ergebnis ist dann halt ungefähr so. Also das war mein erster Versuch. Da habe ich das Bild also einfach in WordPad als Text geöffnet, dann einfach gespeichert, sonst nichts geändert, und dann kam das bei raus. Das ist eigentlich ein Porträt. Und wenn man das aber etwas schöner hinkriegen will, oder sagen wir mal etwas kontrollierter, dann braucht man einen sogenannten Hex-Editor, und damit kann man direkt den Code einer Fotodatei einsehen und kann den auch manipulieren. Und am besten, ich habe jetzt einige ausprobiert, am besten geht HHD Hex-Editor Neo. Den habe ich jetzt hier in der Testversion laufen. Der läuft dann aber auch nach der Testzeit weiter. Und der ist wirklich sehr schön zu bedienen. Hier oben den Bereich darf man auf gar keinen Fall ändern, weil hier ist der Datei-Header drin. Wenn man den verändert, kann man die Datei nicht mehr öffnen. Aber hier weiter unten zum Beispiel, wo dieses kryptische Zeug hier steht, da kann man Änderungen machen. Zum Beispiel habe ich, ah ja, genau, was Grundsätzliches fällt mir gerade ein. Und zwar, wenn ich jetzt hier was reinschreibe, dann wird der vorhandene Code ersetzt. Also ich schreibe hier jetzt meinen Namen zum Beispiel rein, dann wird der vorhandene Code gelöscht und durch diesen ersetzt. Wenn ich hier aber auf den Bleistift klicke, das ist eine Funktion, die habe ich also in anderen Programmen mühselig gesucht. Und dann schreibe ich da rein, dann wird der Text nicht ersetzt, sondern eingefügt. Und das macht einen erheblichen Unterschied in der Bildverfremdung. So, das ist natürlich die einfachste Art. Einfach mal was reinschreiben. Man kann auch Zahlen reinschreiben oder Sonderzeichen und so weiter. Man kann aber auch zum Beispiel ganze Passagen kopieren. Einfach mit Steuerung C. So wie manche Doktoranden das auch machen. Einfach mit Steuerung C kopieren. Dann an eine andere Stelle gehen. Und mit Steuerung V auf der Tastatur einfügen. So, und dann speichere ich das Ganze. Dann sagt er hier, das Speichern des Dokumentes wird die Änderungshistorie löschen. Wollen Sie fortfahren? Ja. Schon ist es gelöscht. Und jetzt können wir mal gucken, wie das Bild aussieht. Da sieht man, da unten hat sich was verschoben. Da ist nun auch eine weiße Linie reingekommen. Und der untere Teil ist versetzt. Naja, gut, das ist jetzt noch nicht so spektakulär. Wenn wir was Spektakuläreres machen wollen, können wir zum Beispiel
Machen wir es mal auf die Schnelle. Ich mache mal Steuerung A, das heißt, es wird alles markiert. Dann gehe ich mit dem Cursor, also mit der Maus, ganz an den Anfang, halte Shift gedrückt, also die Großschreibtaste, und drücke gleichzeitig auf Pfeil rechts, so lange, bis ich aus diesem oberen gefährlichen Teil rauskomme, so ungefähr bis hier. Und dann gehe ich hier auf Operationen und mache Multiplikation. Und dann nehme ich irgendeinen Faktor, das ist jetzt hier mal die Zahl Pi, spielt aber gar keine Rolle. Das habe ich nur so aus Spaß gemacht. So, jetzt hat das multipliziert, weil das sind nämlich mathematisch veränderbare Codes. Und jetzt gucken wir mal das Bild an. Und dann sieht es so aus. Auf einmal ist hier der Bonifatius ganz deutlich zu erkennen, ist viel heller. Und der Himmel sieht ganz seltsam aus. Und so kann man halt beliebig rumspielen. Besonders mit diesen mathematischen Operatoren erreicht man sehr schnell sehr dramatische Effekte. Ich kann auch zum Beispiel hier, wenn ich jetzt also wieder Shift gedrückt halte und dann Bild nach unten mache, die Bild nach unten Taste, dann kann ich nämlich ganz viel auf einmal markieren. Und zu diesem Bereich addiere ich jetzt zum Beispiel irgendwas hinzu, 314, speichere das Bild, gucke es mir nochmal an und dann sieht man hier so einen Streifen, das ist das, was ich jetzt verändert habe. Durch die Addition ist es also heller geworden, hier außen ist es invertiert, also umgekehrt. Das, was vorher hell war, ist jetzt dunkel und so umgekehrt. Da kann man also sehr schöne grafische Effekte mit hinbekommen. So, und jetzt nochmal zur Software. Also, das ist die Datei Hexeditor Neo. Und die gibt es halt in der Freeware-Version kostenlos. Und es gibt aber auch noch aufwendigere Versionen, die man kostenlos testen kann. Und die kosten dann aber Geld, also ab 20 Euro bis, ich glaube, 80 Euro oder so. Aber es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, weil man auch immer überrascht ist, was dabei rauskommt. Und man kann halt sehr viel ausprobieren. Man kann alles Mögliche einfach mal ausprobieren. Man darf nur hier oben nicht, das darf man nicht ändern. Das ist das einzige Tabu. Hier dieser obere Header-Bereich, der muss unangetastet bleiben.